Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jurassic World Revelations. Wie immer mit dabei der Necro. Münzen! Und zwar tut es mir nochmal sehr, 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 sehr doll leid, dass meine letzte Folge gecrashed ist. Nee, das war nicht die Folge, die gecrashed ist, da war ja OBS, das gecrashed ist. Ja. Das OBS gecrashed. Alter. OBS lief aber auch schon eine ganze Weile, deshalb habe ich ein paar Folgen aufgenommen. Nee, nicht, dass deine Festplatte vollgelaufen ist? Nein. Sonst hätte ich ja den Rest jetzt ja auch nicht aufnehmen können. Ja, stimmt ja wieder. Und wie ihr bei mir seht, ich laufe gerade zu meiner Leiche. Fliege gerade zu meiner Leiche. So, ich brauche auf jeden Fall Wollte ich so einen Charge-Block, habe ich so einen Charge-Block aufgemacht, ob ich mal so, ich brauche noch auf jeden Fall ein Tesseract. Aber wir haben da noch was anderes gefunden, was ich jetzt gleich definitiv zeige, ohne Tesseract. Skandal! Im Sperrbezirk. So, haben wir denn noch... Achso, das waren zwei Pferde, die ineinander standen. Gut. Hab ich gerade gewundert, was war das gerade für ein Vieh? Warte mal. Die Quarry braucht kein Tesseract, ne? Doch, die steht am Tesseract. Ja, aber die braucht keinen. Wie, die braucht keinen? Ja, wir haben doch den Dings. Ja. So, und ich hab hier ein Schiff gefunden. Oder will ich wieder ins Schiff gucken? Das ist aber auch eine geile Idee mit einem Pisten hier. Aber ich glaube, da warst du schon, weil die Kiste, die hier drin ist, die ist leer. Ich glaube, ich war da noch nicht. Nimm einfach mal alles mit. Bloß blöde, dass eben halt ein Teil des Schiffs wieder... Okay, jede Menge Kisten hier sogar. Das hier habe ich übrigens in der letzten Folge gebaut hier, ne? Leute. Oh Gott. Vier Bücher. Dispenser jede Menge. So. Oh, ein Eisenschwert. Okay. Jede Menge Öfen. Noch mehr Kisten. Jede Menge Bücher. Jede Menge Angeln. Oh Gott. Was machst du da? Na, das ein Teil des Schiffs ist unter Wasser. Okay. Ich komme auch nicht an jede Kiste. Habe ich eine Axt einstecken? Jo. Luft. Luft! Wieso geht die Kiste hier nicht auf? So. Hier war anscheinend schon keiner mehr gewesen. Keine Ahnung. Aber ich finde die Ideen mit den Schiffen hier, mit den Schiffswracks, finde ich schon geil. Ja, im Singleplayer hatte ich auch sowas. Damals. Wie ich noch alleine gespielt habe. Ein Feuerwehr-Creeper. Da bin ich schon in der Nähe vom Dorf. Denke ich zumindest. Habe ich zumindest mal so gehört, dass wenn man in der Nähe von Feuerwerkkriebern ist, da ist ein Dorf in der Nähe. Stimmt das? Wüsste ich jetzt nicht. Und du warst derjenige, der mir das damals gesagt hatte? Nein. Oh, ich verwechsel die Steuerung schon wieder mit 7 Days to Die. Ich muss sagen, die Javelins, ne, die machen auch ganz schön Schaden. Machen die? Hm? Machen die echt so viel Schaden? Also die stinknormalen Holz-Javelins, maximal 6 Schaden. Ach die, ja. Ähm.
So, wir wollten aber nochmal zum Dorf hinter, weil ich wollte nämlich mal gucken, ob dort Knowledge Fragments sind. Brauche ich nämlich. Da kommen. Ich will versuchen, da mal was nachzubauen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Weil bei dem Dorf hier oben, ich glaube, da warst du nämlich noch nie, ist nämlich so. Wie soll man sagen? Eine kleine Farm, Okay. die aber ganz schön geil gemacht ist, so mit Wassertank und so. Find ich geil gemacht. Also schon eine geile Idee. Und die Dorfbewohner stehen gerade allesamt in der ekelhaften Blöre drin, ne? Ich finde aber die Weltgenerierung von Minecraft trotzdem manchmal echt einen Witz, einen schlechten. Ab und zu ist das nicht schön. Na nee, vor allen Dingen, wenn eben halt das Haus oder das Gebäude an Wasser ist. Oh, hier haben wir eine Bücherei. Ja gut, aber wenn du überlegst, wie viele Daten Minecraft da verarbeiten muss in kürzester Zeit, um das zu starten, dass er sich mal hin und wieder da mal verhampelt, finde ich es noch vertretbar. Hin und wieder. Okay, Für die Größe. hier ist also nichts, was man gebrauchen könnte. Wie schon gesagt, das Ding finde ich schon sehr interessant. Was ist denn ein Illusionscreeper? Ich brauche nämlich ein Dorf mit so einem Magierturm. Hatte das Spawn-Dorf einen Magierturm gehabt? Weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Gut, müssen wir weiter suchen. Das ist wieder so ein Pfefferkuchenhaus. Hexe Baba Yaga. Wow. Der Vulkan fetzt, der sieht geil aus. Ich bin, glaube ich, gerade in den Sumpf rangekommen. Megateiger bin ich gerade. Ich habe keinen. Oh, ich bin runtergefallen. Du hast left the game. Aber warum? Keine Ahnung. Heute läuft's, wa? Ja, mächtig gewaltig, Egon. Also meine Aufnahme läuft zumindest noch. Ja, es kann sein, obwohl kann ich mir auch nicht Ja, vorstellen, genial. weil ich gerade neue Gegenden besuche, das wäre hier aufdecke. Aber da hat man die Probleme noch nie gehabt. Ah. Ja, obwohl leckt, ne? Naja, das liegt daran, dass ich eben halt jetzt hier neue Gegenden aufdecke. Ich habe Wölfe gefunden. Leckt hardcore. Ja. Weil mein Rechner gerade ein bisschen viel zu tun hat. Der deckt hier gerade Gegenden auf. Weil ich bin immer noch am Dorf suchen. Wo ich gehe erst mal gucken, wegen dem Spawn-Dorf. Ich glaube, da war nämlich so ein Magierturm drin. Weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Bin auch gerade am Überlegen. Wir müssten so. Oh, ich habe noch ein Dorf gefunden. Cool. Ach ne, das war das Dorf, Gott. Ne, ich habe kein Dorf mehr. Wie schon gesagt, wenn du hier bei dem Dorf bist, guck dir mal die Farm hier an. Von Agricraft ist es, glaube ich. Nur. Wäre mal interessant. Stimmt. Okay. Maschinen. Also wie schon gesagt, die Zuschauer von Tashlight, tut mir leid, dass er gekickt worden ist, aber Ja, es leckt halt gerade tierisch, ne? jetzt kann es eigentlich gar nicht mehr lecken, weil ich keine neuen Biom, Quatsch, keine neuen Nee, Chunks mehr lade. jetzt gerade geht. Na, weil ich ja keine neuen Chunks mehr lade. Weil wir brauchen nämlich dringendst, ne, wie viele vier haben wir da gehabt, ne, von den Fragmenten. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir brauchen nämlich neune, da kann ich die Seite bauen. Dann kann sie mich weitergehen mit Farmcraft.
Hier ist noch ein Dorf. Ein Lichtchen ins Dunkeln bringen. Ich prophezei dir, es fängt dann gleich wieder an zu laggen. Weil ich will mich nämlich mal ein bisschen im Thormcraft einarbeiten, weil ich finde den Mod schon interessant. Ja, an und für sich ist das ja auch nicht, ist das ja auch nicht schlecht. Richtig, ne, der ist auch geil gemacht. La 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 la. Vielleicht finde ich unterwegs noch ein paar interessante Bienenstöcke. Wäre ja möglich. Natürlich. Zum Beispiel die Wintery Bees, obwohl ich gerne andere Bienen hätte, die auch in der Nacht rumfliegen. Welche sind das denn? Warte mal, einfach mal gucken hier. Drone. Irgendwelche schaffen es nämlich noch nachts zu fliegen. Ich glaube, die Kaldi wetet. Irgendwelche Bienen konnten noch nachts fliegen, das weiß ich. Okay. Aber es ist eben halt auch so ein arschlanger Weg, bis du da überhaupt mal weiterkommst. Genauso wie bei dem Tree Breeding. Alter, die Worte. Ist im Endeffekt genauso wie Bee Breeding, aber eben halt mit Bäumen. Und da kannst du ja, ich weiß nicht, kannst du zwei Äppel, einen Apfel und einen Birschbaum damit kreuzen. Du kannst auch Trauweiden bauen. Ist geil. Diese grünen hier, wo die Blätter bis ganz nach unten gehen, die sehen so Ja. episch aus. Also ich finde die richtig geil gemacht. Aber bei so einem Wald wünsche ich mir zum Beispiel, dass jetzt Dings mit drauf wäre. Der eine Mod hier, oh, wie hieß denn der kleine mal? Jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Weiß nicht, was du meinst. Na, wo du das Portal auf den Boden machst, 2x2, Blumen drumherum, Wasser, Diamant. Ja. Ich habe die Internetseite auch nicht mehr offen. Ja. Ja, so hieß der. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte. Twilight Forest. Ja, genau. Toilette, weiß ich. Denn. Oh Gott, das kann jetzt ein Riesenfehler sein. Seems you have purchased the Sapling DLC. Ich habe Setzlinge gefunden. Cool. Jungle. Dark Oak Sapling. Oak Sapling. Birch Sapling. Was haben wir hier noch? Haben wir keine Wolle mehr? Ne, Akazien Sapling. Aber wir haben noch Strings. Und was bist du? Spruce Wood. Also ich habe jetzt ein paar Setzlinge gefunden, ne? Die können interessant sein. Okay. Du fliegst weg, du fliegst weg und du fliegst weg. Hab doch interessante Bienchen gefunden. Und zwar Mossy Bean. Okay, was Also sind das denn welche? Moos Bean. Böse. Bee Horse Wort. Eisname, oh Gott, cool. Eisname ja genug, ne? Was soll ich noch mitbringen? Mana Steel Ingot, Netherperlen, Standard Binding Agent von Black Magic, Musikschallplatten oder Safari Net Single Use. Also ich habe eingepackt zwei Enderperlen. Obwohl, Enderperlen haben wir ja genug. Und zwei Charge Tubes. Oh, was haben wir hier? Ein Lucky Block auf.
Netherrack? Irgendwas stimmt hier nicht. Egal, aufmachen. Ich bin neugierig. What the F? Ich war zu neugierig, war ein riesen Slime drin. Wo bin ich jetzt eigentlich? Dort bin hier, ich. Wir sind am Ende der Folge. Stimmt. Alles klar, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne ein Däumchen nach oben und schaut auch beim Necro vorbei. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, gerne auch ein Abonnement. Gerne auch Tipps, Tricks und Tracks in die Kommentare. Wir antworten auf jeden Fall. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Tschüssen.